Moin Moin, Tag, Servus und Grüezi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Project High Rise. Ich bin's wieder, euer Nobody. Danke, dass ihr wieder einschaltet und ja, ihr seht es schon direkt. Neustart. Ja, was ist passiert? Das frage ich mich auch. Kein Safe Game mehr da, ich habe geguckt. No idea. Null Plan, ich weiß es nicht, es ist weg. Es ist sehr schade, aber ich kann es nicht ändern. Also von vorne. Ich habe diesmal die Schwierigkeit auch umgestellt. Auf quasi das, wie es vom Hause aus war. Ne? Und da wollen wir mal gucken, wie es sich jetzt so spielen lässt. Da kommt schon der erste. Jetzt müssen wir noch das $6-Millionen-Mann-Geräusch machen. Und 6-Millionen-Dollar-Frau. Gut. Genug. ihr habt nichts gehört. So, der Ström ist da. Das ist ja schön. Nichtsdestotrotz. Ich finde das blöd. Kann man. Nein, kann man nicht. Kann man nicht. Egal, machen wir das schon mal direkt. Plopp. Plopp. So, das reicht erstmal. Doppelstöckig. Basic Office. Contract. Unterschrieben. Geilo. Geilo Matico. So, die müssen kommen, dann kommen die Offices rein, die PIA, die hatten wir hier, hier, da, genau, ja, hier, macht sich gut, eins. Gut, das muss gebaut werden, komm, machen wir nochmal hier eine Ebene, wenn schon, wenn schon, wenn schon, wenn schon. Ah, geht ja noch nicht. Okay. Dann bitte schneller, ihr Lieben. Warum macht der Pause? Warum macht der Pause? Warum macht der Pause? Gucken wir erstmal hier, was hier alles ist. Ja, ihr erwartet sehr viel, aber einmal, zweimal, dreimal. Ja, der Rest muss warten. Tja, ich hatte eigentlich vor, was ganz. Ich hatte schon eigentlich vor Augen, was ich baue. Ich würde ein bisschen so über die Hauptbausubstanz gehen, so ein bisschen. Kölner Kranhäuser-Style, aber nicht so extrem, ist auch nicht machbar. Und, mit. Ah ja, stimmt, da war ja eine Kleinigkeit namens Strom. Da war ja eine Kleinigkeit. Genau. Legen wir das schon mal direkt. Dann gibt's halt Mac. So, deck, und tschüss. Eigentlich die Wohnungen hätte ich dann in diese überliegenden Konstrukte gebaut. Ne? Die Luxuswohnungen, die hätten dann Ruhe gehabt. Treppenhaus hierhin und dann hier die Trashbins hierhin. Kein Gestank, nicht so laut. Dann hier normale Wohnungen und unten drunter immer das normale Getummel. So, da kann ich jetzt. Genau. Was holen wir denn da? Da, da. Tada.
So. Jetzt. Bin mal gespannt, wann die nach speziellen Service schreien werden. Ich kann mir vorstellen, recht schnell. Achso, an dieser Stelle sei gesagt, ich bin um Entschuldigung, dass das Let's Play ein bisschen später rauskommt. Meine Stimmung war ein bisschen verhakelt eben. Ja, als ich gesehen habe, dass der Spielstand fort war. Und da ich heute Geburtstag hatte und ja, auch Besuch dementsprechend, kam ich auch recht spät dazu, jetzt aufzunehmen. Also, bitte um Nachsicht und um Verständnis. Gut, guck mal hier weiter. Los. Ja, wir sind plus. Why not? Los. Död. Kann sein, dass die heutige Folge auch ein bisschen kürzer sein wird. Ich weiß es noch nicht. Es wird sich dann wieder die Tage einpendeln. Ich bekomme Zahnschmerzen. Hip hip hurra. Pause. Small restaurants. You need small restaurants, you can get small restaurants. Pause. I understand, my friend, I understand. Lass mich mal überlegen. Nein. Das ist okay. Erstmal provisorisch so bauen. Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich das so mache, laufen wir durch. Ist nicht so verkehrt. Eine Sache hätte ich jetzt übersehen. Ich muss ja mindestens das hier schon mal vormerken. Was da. So, wenn das nicht vorgemerkt ist, then we get trouble, my friend. So, schnapp. Ihr seid noch nicht fertig. Tut. Restaurante. Was machen wir denn dahin? Suppenküche, why not? So. Was braucht sie? So. Go. Lalalala. Oh, so eine Suppenküche ist nicht verkehrt. Eine gute Suppe kann, schmeckt mal ab und zu. Nicht immer dauernd diese Standard-Nudelsuppenbrühe. Boah, nee. Okay, aber wie gesagt, alles ist relativ, alles ist Geschmackssache.
Ich werde jetzt nicht sagen, über Sachen, das schmeckt nicht, wenn muss ich schon differenzieren. Das schmeckt mir nicht. So, und ja. Aber wir wollen ja bauen. Also, Suppen beiseite. Ich will da ein anderes Restaurant drin haben. Donut Shop? Nee, danke. Ist ja cool. Pizzastand, Hotdog, Burger, Burritos. Ja, richtig cool. Klein, nochmal neu. Sorry, das geht so nicht. Burrito. Geil. Ja. Das letzte Mal, in der letzten Aufnahme habe ich auch gesehen, irgendwie hat OBS es geschafft, statt den Ton dieses Mal das Bildformat zu verhauen. Und jetzt sehe ich auf der Aufnahme komplett alles richtig. Also hoffe ich, dass es auch richtig aufgenommen wird. Woo. So, dann haben wir drei von vier Arten von Büros, fehlen dann nur noch die, wie heißt's, anderen hier, Künstlerbüros oder so, oder was anderes. Ach so, Telefonline, Ström, 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 der Ström ist schön. Hallo, Telefonlein, Telefonlein, Telefonlein. Habe ich doch gezogen, oder? Kabel. Okay. Schauen wir mal kurz. Ja, hab ich. Nein. Brauchen ein Kabel. Die sollen arbeiten, nicht Fernsehgaffen. Perfekt. Hat er denn jetzt schon wieder? Copy Service, Courier Service. Boah, ihr seid Sklaventreiber. Was, wenn? Braucht wirklich 5. Also was, wenn...
Pause machen, arbeiten. Nö, Sauerei. Na gut, eure Entscheidung. Soll mir egal sein. Aber das finde ich blöd, dass die dann jetzt zuerst dahin gehen, statt hier weiter irgendwo zu machen. Da müsste die KI ein bisschen optimiert werden. Das hätte mal. Dann holen wir dich einmal an Bord. Ist da alles gut, alles super, perfekt. Und Acceleration. Schauen wir mal. So, los. Yippie! Cool. Kann ich dann... Go und speed up. So, ein Reward eingestrichen und wir haben noch Money, Money, Money. Nicht schlecht. Aber ich mache nur noch 150 pro Tag. Das gefällt mir nicht. Wir müssen da ein bisschen mehr verdienen. Das macht schon Sinn. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben wieder ein bisschen Fortschritt gemacht. Langsam machen wir wieder den Spielstand weg oder beziehungsweise holen wir ein. Klar, auf einen anderen Schwierigkeitslevel. Aber warum nicht? Das ist der, wo vom Spiel aus geliefert wird. Gut, nehmen wir. Ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Kommentar da. Tipps, Ideen, Vorschläge sind immer willkommen. Gerne auch mal der ein oder andere nette Plausch. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns demnächst wieder. Das heißt, wir wollen hoch hinaus in Project High Rise. Tschüss!